gehört. Vielleicht kommen sie jetzt an. Vielleicht haben wir uns die Action jetzt hier hingeholt. Ich bleib mal mal ein aus dem bisschen unten Fenster. und guck auf die Main Door. Aber ich glaube, das ist schlauer, wenn man nach oben geht. Ich gehe nach oben. Bist du auf der ersten Etage? Ja. Dann komme ich, dann gehe ich eine höher. Ich bin gerade mal vorne raus. Bin auf leise gehen eingeschaltet, ja? Ich bin auch auf langsam gehen, ja. Ich will mal kurz gucken, der Brownie Cake, er läuft doch mit dem Fredwood rum. Hm. Ich frage ihn das einfach mal, weil ich mir da ja nicht so ganz sicher bin. Weißt du, wenn die wissen, dass ich aufnehme, dann kommen die doch garantiert alle zu mir hin und wollen mich abknallen, nur damit sie den Let's Player umbringen. Also ich laufe manchmal doch noch ein Stück. Nee, da sind wir nicht in der Nähe. Das ist nur wirklich nicht unsere Nähe. Ich kann natürlich jetzt nicht schreiben, wo wir genau sind, weil die Leute, Ja, die da Schüsse gehört haben. müssen wir uns am besten auf Twitter oder auf Facebook kurz anschreiben. Für die Zukunft. Ja, am besten. Aber ich kann jetzt auch nicht hier gerade auf dem Desktop, ne? Ich nehme ja auf. Aber ich könnte das empfangen nehmen auf dem Handy. Ach so, okay, ja. Die haben natürlich einen guten Blick auf unseres. Auf unseres Gebäude. Also sollen wir so Können sich machen, du einfach nicht. durchsuchst und ich camp das Treppenhaus? Okay, können wir machen, ja. Dann geht das vielleicht etwas schneller, als wenn wir beide jetzt hier so langsam durcheiern. Natürlich besteht immer die Gefahr, dass hier einer frisch spawnt. Das stimmt. Aber es gibt ja nur dieses Treppenhaus. Eingänge gibt es ja zwei, aber nur dieses Treppenhaus. Es gibt noch die Leitern. Ja, die sehe ich da natürlich nicht, aber die sind wahrscheinlich zu verbuggt Ich für hoffe Leute, es. die Ich hoffe, dass benutzen sie keiner würden. nutzt. Hast du das erste Stockwerk durchsucht? Ja, Okay, da dann ist gehe ich jetzt weiter nichts. in das dritte. Ins vorletzte quasi. Wir waren vorhin bei Seven. Geht Ja, unter die sorry Leute, Treppe. wir können das nicht genau sagen. Auch wenn ihr das jetzt erst ein paar Tage später mitbekommt, weil die Folge ist jetzt sehr in der Verspätung sozusagen. Ich habe was zu essen gefunden, nehme ich mit. Ich muss sowieso was essen, dann können wir es gleich austauschen. Okay, hier sieht's. Ist alles leer. Ich muss mal gerade ein bisschen lauter machen, mein Armer. Cannot fire. So, ist schon besser. Ich gehe jetzt aufs Dach, aber ganz vorsichtig. Ich krabbel. Wie machen wir das, wenn hier einer reinkommt? Ich teile ihn ab. Ich check nicht erst, wer das ist. Oder? Nummer Ja, sicher. ist nun mal sicher. Es sei denn, es kündigt sich vielleicht einer an von wegen, hey, ihr da so und so. Weißt du, was ich meine? Der Treffer, der kann sich nicht ankündigen. Ja, der könnte dich Nein, höchstens sehen. wenn er weiß, dass wir hier sind. Ich crabble. Always crabbling. Crabbling, crabbling. Ich versuche mir das jetzt auch anzugewöhnen, immer Positionen auszukundschaften, von wo man mich sehen kann. Zum Ich habe, Beispiel glaube die ich, eine Night Situation Vision da. an meinem Hologramm. Verstehe nicht, Wie was in der on Waffe und off integriert. ich da so Ja, du kannst durchgucke. Licht anmachen bei dem Ding. Da sind sie. Ich sehe zwei. Die knallen sich da gegenseitig ab. Drei Leute. Wo genau? Auf dem Berg, uns gegenüber. Da, wo wir geparkt Bandit haben. Nepper. Nepper ist ein Bandit. Da steht es. Da, wo wir geparkt haben auf dem Berg?
Nee, auf dem ganz, ganz hohen. Da, wo wir durchgestorben sind. Da laufen sie lang. Warte mal, 900 Meter. Schafft meine Waffe das? 909 Meter. Das schafft die nicht, ne? Scheiße, der ist da gerade am Looten. Ich könnte den so erledigen. Probier doch mal. Nee, ich kann mit der noch nicht mal so weit zoomen, dass ich den sehen würde. Nee, nee, das geht mit meiner Waffe nicht. Scheiße. Warte, jetzt wäre ein Sniper gut. Die M24. Okay. Jetzt wissen wir Bescheid. Du brauchst doch voll viel Plätze frei. Wenn du die Waffe da nicht ablegen kannst, ist ja voll behindert. Ja, ja, ja. Du brauchst quasi einen leeren Rucksack. Ja. Der lootet sich da jetzt die Sachen schön raus. Der kann mich natürlich hier auch sehen. Das ist ein bisschen doof. Ich glaube, ich ziehe mich mal ein bisschen zurück. Wieso krabbelt denn der so langsam? So, jetzt bin ich hier hinter der Ecke und da kann er mich dann nicht mehr so gut sehen. Wo haben wir ihn? Jetzt ist er weg. Shit, ich habe verloren. Ich habe verloren. Er hat da sein Lager, der Sack. Hm. Ich glaube, das eine Zelt gehört mit dazu. Okay. Ja, bringt nichts. Ich habe ihn verloren. Der könnte sich jetzt in die Tannen verpissen und mich von da aus absnipern. Das heißt, ich komme wieder runter. Jetzt habe ich nur Ohrwurm von Sherry, Sherry Lady. Going through emotion, love is where you find it. Listen to your heart. Du kennst Sherry, das auch noch so gut. Sherry, Sherry Lady. Ja, Party Hits. Party Hits mit Random. Random's Party Hits. Party. Party, Party. To get the party started. Oh Mann. So, wir müssen einfach noch ein bisschen Stimmung hier reinbringen, wenn wir sterben. Ist auch egal. Der Himmel brennt. Oh yeah, der Himmel brennt, ey. Kam runter. Jetzt Snowclan, Waffenruhe. Mhm. Ich glaube, die wollen ihr Gear zurückhaben. Das glaube ich aber auch. Wieder mitmischen. Wir müssten doch nochmal hoch auf den Berg fahren. Und von oben. Einfach hoch. Die sind schon ganz oben. Da können wir nicht von oben. Ach, die sind schon ganz oben? Ja, ja, die sind auf dem ganz hohen Berg, fast auf der Kuppe. Da, wo schon Schnee liegt, sind die. Haben sie sich gerade bekriegt. Der war ganz nah bei denen. Die haben da runtergeguckt und der hat ihn von links quasi erwischt. Also aus deren Richtung. Von mir natürlich rechts. Oh, was liegt da? Ach, what? Check Backpack, oder? Dings. Nee, nee, ich gehe die Etagen nochmal durch, damit ich vielleicht neu gespawnt ist. Nicht erwische, nicht vergesse, aber nichts. Bring noch nichts, was zu essen. Nichts. Bin noch was entdeckst. Wenn die nicht antworten, ist das, glaube ich, ein Nein. Komme jetzt runter, bin unten. Hello. Also war kein Essenszeug, aber hier unten vielleicht. Ich hänge schon wieder. Nee, da war eine unsichtbare Wand. Alles gut. Also die wollen ihn nochmal. Die holen sich den nochmal. Mhm. Aber er hat das jetzt verlagert. Er ist nicht mehr da oben. Jedenfalls laut meinem Binokular. Wenn wir jetzt da mitmischen, ist natürlich... Wir gehen hinten raus. Aber ich bin jetzt schon vorne raus. Hier ist er vorne an der Tür. Nee. Also ja, vorne bin ich raus jetzt. Haben noch kein Haus, deswegen ist unser Lager dort. Ja, das haben wir auch entdeckt. Toll. Toll, toll, toll. Wir sind also direkt neben Nipper. Nipper, Schlepper, Bauernfänger. Ach, Nipper. Der Nipper ist auch unter auf meiner Hassliste auch ziemlich weit oben. Ja, neben Apostal natürlich noch. Ach komm, wir gehen rum.
Wir gehen hinten rum und Richtung Plato, oder? Ja. Und Seven. Ich meine, wir wollen uns ja auch noch ein bisschen auf die Jilly-Suits konzentrieren. Ach, hier kommen wir nicht raus. Behindert. Oh, hier schwebt was in der Luft. Ja, das ist natürlich schlecht. Behämmert. Zu was? Behämmernd. Hammer time. Ich glaube, auf meiner Tonaufnahme sind permanent irgendwelche Kinder drauf, die hier rumdödeln. Ah, guck mal. Die kennen sich über Skype. Das wäre natürlich mal schön. Wurden wir von einem Zombie entdeckt? Ja, ich glaube schon. Wäre mittlerweile aufgegeben. Sherry, Sherry Lady, deine Mutter ist heavy. Immer diese deine Mutter-Witze, also bitte. Ja, ich würde mich gerne mal mit dem Fredwood treffen. Ja. Wo bist du jetzt lang? Fred, wo bist du? Ungefähr. Bin kurz gestoppt, war auf deiner rechten Seite bis gerade eben. Ah, bin bei Seven. Branibor, okay. Na, das ist ein bisschen weit weg. Da sind wir nicht, da sind wir hier nicht. Ich sehe dich, glaube ich. Nein, das war ein Baum. Wo bist denn du? Seh dich. Warte mal sehen, ob ich dich hier finde. Hier so auf den ersten Blick. Lauf direkt auf dich zu. Was? Hä? Boah, von so weit. Jetzt guckst du mich da an. Ja. Ich bin aber auch ein Blindfisch. Ja auch. Wir sind ja immer noch in der Nähe. Nice. Nicey. Das Problem ist nur, mit dem Snowclan wollen wir uns jetzt eigentlich noch gar nicht so anlegen, ne? Nee. Also eigentlich überhaupt nicht. Ich finde die Leute eigentlich ganz netti. Ja, das Problem ist, wir sehen das ja auch Spaß mit dem Angreifen. Ja, aber schon da läuft einer. Bist du das? Ja, ja, das bist du. Natürlich läuft da einer. Würden wir ja gerne ein Haus bauen, aber... Bürogebäude? Ja, Bürogebäude. Oder erstmal hier in das Wohngebäude. Ja, wir können uns ja aufteilen. Ich gehe rechts, du links. Da ist ein Zombie drin, Achtung, bei dir. Listen to your heart. Oh, hier sind ein Zombie vor und ein Zombie hinter. Kackhaus. Kackhaus, ey. Ist die Anja Kackhaus. Kennst du die? Sehe ich den Codeblock? Nee. I'm in the Biro Building. Investigating the rooms. Ich gehe weiter hier auf meiner Seite. Sherry, Sherry, Fred Wood. Boah, jetzt hast du was angefangen. Take it the Fred Wood way. Was gibt es denn noch ein schönes Lied von, wie heißen die beiden? Modern Talking? Ich kann nur das.
Obwohl ich ja gerade angekündigt habe, ich könnte jedes Lied, ne? Kennst du noch ein anderes? Also kennst du noch, also nicht, dass du singen könntest, aber kennst du noch eins? Boah, das, ne, das ist was nicht von denen. Baby, don't hurt me. Nein, das, nee, das ist nicht von denen. Boah, wir sind aber ungebildet hier. Wir kennen keine Modern Talking Lieder. Oh, peinlich, ehrlich. Peinlich, peinlich. Und hier läufst du da hinten? Nein, ich laufe in dem Bürogebäude. Da ist hier ein anderer. Survivor. Keine Ahnung. Survivor Stargate. Wo ist das? Richtung Shop oder was auch immer da ist. Ja, bei Survivor ist es immer gefährlich. Hinter krieg ich wieder ein Minus. Aber du fragst direkt, das ist gut. Yes, I'm Brandon. War das ein Ja? Ja. Yeah. I want to be a hero. I want to be a hero. Ich sehe ihn gar nicht. Richtung Shop. Im Wald oder was? Nee, nee, auf der Straße. Der ist vor mir hergelaufen. Da sind so blaue Häuser. Wie, was? Ist das schon im Ortskern drin, ja, oder ja, was? Ja, im Ortskern. Ah, okay, da kann ich noch gar nicht hingucken. Ich gehe mal aufs Dach, vielleicht sehe ich ihn dann. I want to be a hero. Ein Russe, oder was? Sherry, Sherry, Russe. Also, hat er dich gesehen? Nee. Tja, blaue Häuser habe ich am Stiesel. Gibt mehrere blaue Häuser. Ja, so eine Reihe von denen. Hast du gesehen, was er für eine Waffe trägt? Ich habe überhaupt keine Waffe dabei. Ich war fresh spawned. Fresh spawned. Ach, da hockt ein Zombie. Ich dachte schon, was ist das denn? Ich guck doch mal einmal auf den Berg oben drauf. Vielleicht sieht man da ja noch was. Ja, die Sonne steht ungünstig. Aus dem Regen, das ist ein bisschen nebelisch. Also, solange es kein Hero ist, wäre ich echt vorsichtig. Weil Survivor können immer noch Bandits werden. Ja, du sollst nämlich dein Hero werden. Wir haben jetzt herausgefunden, okay, was passiert, wenn man einen Survivor tötet. Ich habe gestern aus Versehen einen Survivor getötet. Beziehungsweise, ich wusste nicht, was der von mir wollte. Und es sah jetzt aus, als würde der mich angreifen wollen. Und es war dunkel. Und da musste er leider sterben. Daraufhin habe ich quasi zu viel Humanity verloren, um das Level nicht mehr halten zu können. Da habe ich mir noch die Beine gebrochen. Das war ein Spektakel. That was a spectacle. Läufst du hier offen rum? Nein. Ich hocke an so einer Treppe hoch zu so einer Veranda. Die Kinder draußen heulen so drum, ey. Ich muss gleich mal das Fenster zumachen. Ich laufe jetzt hier so ein bisschen durch den Wald Richtung Tankstelle. Im Wald sind auf jeden Fall Zombies, was ungewöhnlich ist. Bin hinter so Heuballen oder so einem Heuhaufen. Ja. Ich laufe auf die blauen Häuser zu. Es gibt zwei blaue Häuser. Du bist auf der Hauptstraße, ne? Ich glaube, so eine Nebenstraße. Ich bin nicht auf der Hauptstraße. Mein blaues Haus läufst du. Ich habe Blick auf den, auf die Tankstelle und Scrap APC. Nee, habe ich nicht. Vor meinem Haus steht auch eine Karre. Der Blitz? Nee. Ja, es ist so ein Blitzmodell, aber es ist nicht der Blitz. Ohne Bushaltestelle ist hier. Ich bin auf der oberen Etage der blauen Häuser. Die Bushaltestelle. Bin gerade über 7. Ah, der Brownie ist am Schweben. Beste ist dann, wenn man die so sieht, dann sagt man denen, selig bleib stehen und dann so, dass man die so trifft. Oh fuck, ich muss was trinken. Wir müssen uns auch hier weg, ich muss was essen. Ich bewege mich jetzt wieder in der Stadt.
Bist du schon weit in Richtung Seven gegangen? Nein. Bin noch in der Stadt. So, jetzt ist noch was zu essen. Richtung Strandnähe oder Richtung... Strandnähe, jetzt bewege ich mich wieder in den Ortskern rein. Ich bin da in der Nähe, Achtung.